Servus zusammen, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Guten Tag. Hält schon mal an der Flasche? Wir haben heute ganz spezielle Gäste. Heute sind sie. Jetzt sind sie alle da. Und zwar sind die Jungs und Mädels vom Spreadshop bei uns. Ja, also ihr wisst ja, mich und Tim verbindet eine ganz innige Männerliebe. Ja? Kann man das so sagen? Also, klingt komisch, ja, aber das ist mehr wie nur eine Geschäftsbeziehung, das ist eine Freundschaft, das ist ein gegenseitiges Verstehen, Nicht-Verstehen, Verbessern, das komplette Programm. Oh, wie Männer sich eben so lieben, aber rein platonisch. Und wir machen heute, also die haben gesagt, ja, wir wollen alle zusammen mitmachen und wir werden heute zusammen mal versuchen, was Cooles auf die Beine zu zaubern. Aber ihr, stellt euch bitte selbst vor, ich trete mal bei die Seite. Ich muss eh eine andere Schnur ziehen. Ja, dann mache ich mal den Anfang. Ich bin Martha, ich bin 23 und jetzt seit April mit bei Spreadshop dabei und habe Tim bei den Festivals unterstützt, bei Rock am Ring und Rock im Park. Genau. Ja, genau. Ich bin Tim. Die Männerliebe. Kennt mich ja, ich bin der mit der Männerliebe, genau. Ja, habe lange Zeit jetzt Locke offiziell betreut und kümmere mich momentan eigentlich nur noch um die Großprojekte Rock am Ring, Rock im Park. Aber ich, ja, mich und Locke, wir können uns nicht loslassen, deshalb bin ich heute auch wieder mit hier. Hi, ich bin Annika. Ich bin Content Managerin. Ich kümmere mich um die Webseite von Spreadshop und Spot, alles, was ihr dort findet. Und wir bereiten gerade einen Relaunch vor. Es wird alles anders. Seid gespannt. Und ich bin Marie, ich mache die Social Media Channels von Spreadshop, das heißt alles, was auf den Socials kommt. Dafür bin ich verantwortlich und ich bin heute auch mit, damit wir hier unser Abenteuer heute auch noch bei Spreadshop mit begleiten. Ich bin Jakob, seit Februar mit dem Team dabei und im Business Development, heißt Partnerausbau, mit tätig und freue mich. Ich habe Lust und habe Bock mit anzupacken. Auf geht's! Mein Sinn. Kommt mal mit, ich zeige euch mal ungefähr, was ich vorhabe. Wenn man jetzt Dornschwimmel betrachten würde, haben sie eine leichte Neigung nach hinten. Oder? Jetzt dürft ihr das entscheiden. Ich würde es gerne, also wir haben jetzt hier diese Form, die schneiden wir auf, nicht, also die kommt auf die Platte aufgemalt, sage ich jetzt mal. Und dann hätte ich gerne, dass das zu ist. Ist, dass man eine seitliche Begrenzung hat an der Bank. Erstmal, damit man sich ein bisschen reinlümmeln kann. Die Frauen unter euch so ein kleines Kissen. Ne? Und dass man dieses Gefühl von Geborgenheit bekommt. Was sagt ihr dazu? Ich finde es cool. Wollen wir, also ihr esst ja daran, wollen wir ganz normal ein Bankgestell machen? Setzt euch mal da drauf, ich will mal wissen, wie ihr das findet. Ob man wirklich angehen? Ist auf jeden Fall schön, eine tiefe Fläche zu haben. Das kriegt ihr jetzt auch. Ihr habt 40 cm Sitzfläche, Tiefe. Ja. Damit jeder Po drauf passt. Und wenn ich mal zu euch besuche, wenn das auch Platz ist. Ja. Kann man darauf chillen? Kann man auch. Oder wollen wir jetzt sagen, wir kippen die Sitzfläche an? Dann ist mein Essen blöd. Ja. Genau. Das finde ich doof. Oder man sagen, okay, wir machen jetzt zwei Bänke und einen Tisch ganz normal zum Essen. Und wir sagen, okay, einen kippen wir an, da in dem Lounge-Bereich. Das ist euer Projekt, ich unterstütze nur. Ich glaube, wenn es niedriger ist, dann muss es ein bisschen angewinkelt sein, sonst ist es doof zu sitzen so. Also da entweder halt auf der Höhe und gerade oder dann, wenn es niedriger ist, ein bisschen. Ich finde das halt gut, dass man das wirklich flexibel nutzen kann. Später kann man sagen, ey, ist das locker, wir brauchen da auch noch einen Tisch. Zum Beispiel, würde ja aufgehen. Mhm. Was sagst du, Carsten? So unbequem wie möglich, dass ihr aufsteht oder auch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das so. Welche, also, die Mädels wollen ja heute mit anfassen. Was, wenn wir die Aufgabe wollt ihr übernehmen? Schleifen. Schon bald. Oder bist du ganz hart mit der Motorsäge, Formatglassäge? Ja, genau, das wollte ich hören. Ich stand schon an der Säge. Kettensäge hatte ich noch nicht in der Hand, aber ansonsten kannst du mir auch alles zutrauen. Ich würde sagen, wir starten mal. Wir nehmen uns die Platte vor, wir schneiden die quadratisch. Ja, das und Carsten,
Du hast ja den meisten Charme hier in dieser Firma. Du nimmst dir die Mädels. Na, du schneidest hier diese Kanonen auf 2,90 Meter. Lass dich ruhig was machen. Und wenn es nicht klappt, auch mal mit der Rechten. wir machen 2 Bänke. 4 Bänke und einen Tisch. Für den Tisch hätte ich gerne 4 Bohlen oben. Und für die Bänke immer 2 Sitzflächen und 2 Rückenlehnen. Ich würde euch jetzt vertrauensvoll in diesen wundervollen Mann geben. Sein, dass jetzt manche Schnitte vielleicht nicht ganz so gerade sind, wie sie vielleicht sein könnten. Punkt 1 können wir die aber nochmal besäumen. Dort also nochmal ganz genau rechtwinklig machen auf der Formatkreissäge. Wir können jetzt auch groben Zuschnitt dazu sagen. Und wann fässt denn dein Zulieferer von Klamotten sonst mal mit an? Gibt's ja sonst eigentlich nichts. Wir haben jetzt versucht, halbwegs dort einen geraden Schnitt dran zu zaubern. War natürlich nicht ganz einfach. Wir müssen jetzt die Bohlen noch mal mittig trennen, also die Platten. Und dann gehen wir mal auf die Formatkreissäge und sorgen dafür, dass es einen sauberen Schnitt gibt. Ja, ihr merkt, laut, aber leise ist scheiße. Ist so geil, war hier wird noch mit Handtäschchen gesägt, versteht ihr? Jetzt müssen wir das Ding erstmal gerade schneiden. Klingt komisch, ist aber so. Thorsten, Mädels, die sind ja fit. Fitter als die Jungs, war, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl. Die sagen, ohne Schwert. Das ist ja doch eine Zeit. Lass nicht passieren. Ihr werdet jetzt die Kanten rundherum fräsen. Der Carsten zeigt euch wieder, wie es geht. Wir haben natürlich 2 Bohlen zu wenig gemacht, wie immer. Obwohl, Carsten, wollen wir bei dem Tisch auch eine kleine Phase würde ich dran machen. Na, du hast gerade gesagt, an meinem Tisch fressen. An dem Tisch? So. Wollen wir da eine Phase an den Tisch sägen? Ja, könnte man machen, ja. Mit kleinen. Zum Schluss auch, oder? Was sag ich mal? Dann nehmen wir 4 Bohlen weg, aber die anderen verpassen alle Phase. Und das ist doch gut, dass du ein paar mehr gemacht hast, die Dame hier. 14. Glaube ich. Frage von Freunden, ist das normal, dass die Zelle nicht zaubergeschnitten wurde? Das weiß ich nicht, was die Mädels da immer. Ah, das wäre mal eine Gleitkante geschnitten, wa? Ah, der Designaspekt. Ah, ne? Man muss es nur richtig verkaufen können. Da können wir nicht sagen. Wir haben jetzt hier die 80 sind es ja, wa? Ne, 75. 75 wird es sagen. Und wir machen die auf die Unterseite. Wir zwingen 4 zusammen. Und dann können wir die von der Unterseite verschrauben. Mhm. Ja? Damit die Platte, da würde ich aber 3 Stück dran machen, damit die Platte hält. Wie viel haben wir davon? Habe ich gerade gesagt. Viele, wa? Mhm. Na, dann passt das ja. Und hier, in 3 können wir bei den anderen noch in der Mündmutter machen. Ja. So war das geplant. Was heißt?
Ja. Also die Jungs und Mädels schlagen sich relativ tapfer, muss man sagen. Und ich glaube, das ist zu dem Alltag, ich wollte jetzt trist sagen, das ist Quatsch. Ich glaube, das mal ganz auflockern. Es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, so Lounge-Möbel zu bauen. Viele machen das aus Paletten und mit Auflagern, aber ich finde das einfach nicht mehr schön. Und hast du mal versucht, so eine Palette zu schleifen? Das ist völlig asozial. Nee, das ist nicht nur, das macht keinen Spaß. Das ist wie Katzenflöhen oder Hundeflöhen. Flöhen. Das macht keinen Spaß. Guck mal, wir schrauben das jetzt von mir an. Ja. So und so. Und dann den Winkel dran. So. Nehmen wir die da. Ach so, ja. Besser. Ja, nicht. Wir können die jetzt schon vorbereiten oder Kartenlehrer? Ist ja ganz einfach jetzt, wa? Wir haben hier 7 cm Holz. Das ist ein bewegtes Video. Hier wird nicht viel erzählt, hier wird nicht viel erklärt. Hier wird einfach Vollgas gegeben. Genau. Das wird jetzt hier oben geschraubt. Dann später 2 Schrauben von unten und das ist safe. Und den kann ich ganz normal raus. Erste Halterung. Das Ganze brauchen wir jetzt, also jeweils immer rechts und links. Grob verstanden? So, ihr macht das fertig. Ja. Und wir, die Sachen hier, die brauchst du natürlich nicht. Also die Punkte, was willst du daran fräsen? Die Hinterkante würde ich fräsen, sodass hier vorne fräsen und auf der anderen Seite fräsen. Da werde ich die Jungs mal tatkräftig unterstützen. Und Mädchen. So. Jetzt hoch. So.
Setz ihn mal. Setz ihn mal. Ja. Wackelt die noch? Müh. Okay. Unten muss noch eine Querverbindung rein. Ja. Damit das nicht durchhängt. Hinten würde ich auch noch eine machen. Ja, also hier ist es ein bisschen schwingt. Ja, gut, aber. Ja, also jetzt ist es mal gut. Ich wollte es vom Designkonzept her so einfach wie möglich haben, damit dann auch erstmal die Möglichkeit besteht, dass das so viele nachmachen können. Weil es ist ja so prinzipiell extrem einfach. Und jetzt klingt das wieder bescheuert, ich wollte aber, eure Firmenphilosophie ist ja auch relativ simpel. Nachhaltiges Produkt, ja, so geschaffen, dass es jeder machen kann und dass es flexibel einsetzbar ist. So dachte ich mir das. Dass man die Firmenphilosophie auch versucht, ins Bauteil zu bekommen. Jo. Ihr seht ja selbst, was man oft. Ja, Zähne von meiner Sorte. Schwierig. Von euch wäre das egal, ihr könnt 100 hier Platz nehmen, oder? Aber von. Nö. Versteifen ist jetzt hinten noch. Ich weiß auch schon wie. Naja, dann würde ich sagen, Mädels, Jungs, wir schmeißen den ganzen Spaß mal zusammen. Wir machen jetzt die anderen vier Bänke noch fertig. Jo. Und dann gehen wir. Ja klar. Das machen wir so. Und dann den Tisch. Zum Schluss den Tisch. Mhm. Super. Okay. Was wollen wir jetzt noch machen, damit er vielleicht was federt? Na, ich mache dann unten eine Strecklader drunter. Ja? Jo. Der Designer. Heute bei der Arbeit. Wer ist Designer? Alle. Alle haben irgendwas mit Design zu tun. Gehen wir uns jetzt hinten an den Tisch vergnügen. Wo haben wir unser Modell? Wir sind, aber wenn wir immer alle hier stehen. Ja. Aber von vorne heute schon. Guck mal, was ich da gefunden habe. Guck mal. Ich liebe diesen Typ. Also, es ist ja so üblich, wie das so bei Mädels. Nee, eigentlich ist es scheißegal. Wie ist eigentlich, kennt ihr das? Menschen wollen sich immer irgendwie messen. Ja? Deswegen hasse ich auch Sportarten, wo man sich nicht messen kann. Totaler Blödsinn. Ja? Tanzen. Gut, man kann sich ja beim Tanzen auch messen, aber. Ja. Die Mädels wollen sich jetzt gegenseitig duellieren. Jeder hat dieselbe Maschine, eine Festtour, ein Festtour-Schleierbein. Ihr könnt für euch sagen, okay, ich bin jetzt fertig. Und dann entscheide ich, ob es fertig wirklich so clever war und in Form mit fertig. Wie geht denn das an? Wetten, dass das nicht geht? Sehr fertig? Fertig? Also ich sag's ja bloß, wenn du hier mit deinem Kleid sitzen hängen bleibst, war? Dann ist schwierig. Na, die Stelle war wirklich ein bisschen schwierig, aber da habe ich jetzt einfach mal gedacht, die ist für die Rückseite. Gut verkauft. Ich bin, mir liegt sowas nicht, war? Andere Leute arbeiten zu bewerten. Ich finde das doof. Also wenn ich, hier siehst du, hier ist da übrigens runtergefallen, hast du das gesehen? Ja. Das ist nicht schlimm, also hier ist dafür, dass vorne runtergeplumpst ist. Ich hab nur da vorne gestanden. Also, wenn ich das jetzt entscheiden müsste, ja, müsste ich es ja leider entscheiden,
würde ich dir die Challenge zusprechen, weil die Ergebnisse sind beide gleich von der Wertigkeit her. Also es ist beides super. Ja? Also das sind jetzt keine Sachen, wo ich sagen würde, auf keinen Fall. Also wirklich auf keinen Fall. Man muss aber dazu sagen, dafür warst du einfach 4 Minuten schneller. Und ich als... Vielleicht waren es 7. Vielleicht waren es sogar 2. Aber ich als Wirtschaft würde dann sagen, halt, stopp. Wobei, jetzt die Frage ist, jetzt muss man über die Konstante gehen, schaffst du dann noch 20 Bohlen in einer Stunde als Beispiel. Und dann guck mal, ich nächstes Testen. Erstmal? Nein, aber... Ich hab eine böse Frage. Das ist richtig böse, machen wir jetzt. Das mache ich in meinem Schnitzkurs, mache ich das auch sehr, sehr gern. Wer von euch beiden trägt ein Päckchen mit sich rum? Ein Päckchen? Ein Päckchen. Emotionales Päckchen? Jeder, oder? Nee, ernsthafte Frage. Tragt ihr ein Päckchen mit euch rum? Klar. Du? Ich trage mehrere Päckchen. Hast du bei der Sache beim Arbeiten Zeit, an ein Päckchen zu denken? Nee. Du bist einfach im Modus. Holz macht nämlich glücklich. Ja? Nee, es ist wirklich so. Und es klingt bescheuert, aber ich habe ja auch Päckchen. Und genau mit solchen Sachen habe ich übelst Spaß dran. Ich sehe mal, ey, bei mir kann die Welt rundherum abbrennen. Ist mir egal. Also sind wir beide Gewinner. Wir haben es sehr gut gemacht. Und weil die Mädels das so toll gemacht haben, sind doch nochmal 20 Stück. Ich wünsche euch schon mal vorab viel Spaß. Also, wir wollen jetzt den Tisch zusammenbauen. Und das geht prinzipiell ganz simpel. Also für jeden da draußen könnt ihr nachbauen. Ich bräuchte noch die anderen. Noch ein Stück zu mir. Die Marie hat gerade die Kamera übernommen. Macht das hervorragend. Ja? Immer ein Lächeln auf den Lippen, muss man sagen. Scheint die bei uns zu gefallen. Ne? Ja. So. Ich hefte mir das jetzt, damit das erstmal seitlich natürlich nicht weg kann. Sebastian, bist du so frei? Misst mal bitte die Mitte. Also viele werden jetzt wahrscheinlich denken, mein Gott, wie kann man denn so einen Tisch bauen? Punkt 1, weil wir es können. Punkt 2, weil das ja, man muss es ja auch mal von der Seite sehen. Was hat es für einen Sinn, hier eine Eichenplatte aus einem Stück drauf zu setzen? Gar keinen. Ja, die hält vielleicht 2 Tage lang. Aber das kann die meisten Leute können das nicht selber bauen. Das kann man selber zu Hause nachbauen. Das ist, ja, seht das ja. Ja doch, das ist eine komische Frage. Ihr seht ja vieles vielleicht zum ersten Mal, oder? Habt jetzt eine Arbeitsweise mitbekommen, die nicht so typisch ist. Habt ihr Fragen? Eindrücke? Also Fragen nicht, ne? Spannend. Spannend? Ja. Ist halt ganz anders als Büro. Ich meine, wenn man mit einem Unternehmen, ich glaube, viele von euch sind das mit Spreadshop halt, sagen wir mal, verwachsen ist oder halt ein spezielles Aufgabenfeld hat, dann guckt man hier eh nicht wirklich auf die Uhr. So. Wir haben uns jetzt gerade über 1 Zentimeter gestrichen. Carsten, wenn deine Frau fragst, ob 1 Zentimeter was ausmacht, die wird nicht sagen, da macht was aus. Marie, fängt schon an zu lachen an der Kamera? Versucht sie gerade zusammenzureißen? Das funktioniert hier sowieso nicht lang. Wir haben gleich die einfachste Tischkonstruktion der Welt zusammengebaut, aber mit viel Designmöglichkeiten nach oben. Wir können zum Beispiel auch das Modell Harlequin machen, indem man jedes Ding eine andere Farbe verpasst. So. Wir haben jetzt hier eine 8x180 reingedreht, Tellerkopf, ja? Kann man machen, muss man nicht, hält. Jetzt machen wir hier oben, seht ihr, das ist ja noch alles ein bisschen, da kommt noch eine Querlatte dahinter, damit man im Design bleibt und dann sollte das passen. Ich teste schon mal alle Sitzpositionen aus. Hier. Ja? Dafür ist es da. Zeig uns mal Harte nach dem Festival auf dem Hotelflur. Warte. So oder so runter. Aber später dann. Ich weiß wie. Da hätte ich sie gern hin. Im fechten Dickelchen. Wem hört man dir? Beide. Stopp, der bringt alles an.
Wenn er Hilfe braucht, fragt nicht uns. Stark. Was sagt denn ihr jetzt dazu? Also es kann so einfach sein. Aber sei mal ehrlich, es ist nicht dazu. Nee, sieht cool aus, also auch ohne hier dann leiden zu müssen oder so. Die ja, natürlich kann sich das verziehen. Da brauchen wir uns auch nicht vormachen. Natürlich wird das mit Witterung, es wird mit allem arbeiten, natürlich. Aber die Frage ist, ist das schlimm? Wir haben eine 80er Tischbreite, also man kann auch zur Not mal ein Dinner erfahren. Und man sitzt einfach deutlich schöner als an der Biertisch, glaube ich, früher. Wir passen auf jeden Fall alle ran. Das ist gut. Ja, und da kann man halt wirklich sagen, okay, wir machen noch mal was länger oder was nicht länger. Wo ist Tim schon mal telefonieren, oder? Mhm. Man merkt langsam, er hat viele spezielle Aufgaben im Unternehmen. Und er wird sehr busy. Busy? Bevor ich mich jetzt, also ich verabschiede mich jetzt, bevor wir in den Turm gehen, in den wunderschönen Turm, wie das Ganze ein bisschen detailliert aussieht, ja. Ich sag schon mal Tschüss. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr uns immer unterstützt, immer Vollgas gibt, Tim auch übers Wochenende Sachen möglich macht, die normalerweise nicht zu schaffen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin sehr, sehr gerne, ich arbeite sehr gerne mit euch zusammen. Ich finde das ganz toll, was ihr macht und was ihr leistet. Und mir gefällt das Konzept darin. Mein Telefon war es nicht. So, ihr habt das letzte Wort. Später. Ciao. Ich glaube, das kann man eigentlich 1:1 genauso wiedergeben, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das macht jedes Mal wieder Spaß und ich bin auch gerne für sonntagliche Abendanrufe weiterhin verfügbar. Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit. Sinne. Bis zum nächsten Mal. Später. Ciao.